Eduard, ich darf eigentlich nicht sagen, du bist zu Gast hier, du bist zu Hause hier. Schön, dass du heute hier mit uns auch ja, dieses Thema angehen willst. Und das Thema ist ja die Katastrophe neben uns. Und du bist ja da in diesem Thema mehr involviert. Und aus dem Grund wollen wir einfach als Gemeinde auch da einige Impulse, einige ja, Blicke einfach ja, sehen. Und die erste Frage, die ich habe, es sind ja jetzt fast auf den Tag genau 2 Monate her, wo diese Information kam, beziehungsweise wo die Katastrophe ausgebrochen ist. Ihr habt ja das aus Missionswerk ziemlich direkt mitbekommen. Wie war die Reaktion so im Team oder im Missionswerk? Wie habt ihr das oder koordiniert oder wie ging es eigentlich los? Also ich muss sagen, so ganz genau kann man es gar nicht erklären, weil es passierte so plötzlich und wir fingen einfach an zu reagieren. Also ich denke, viel kam einfach von Gott. Also ich denke mal, ich muss sagen, persönlich, als ich das erste Mal das gehört habe, wo wir dann gerufen worden sind, habe ich gedacht, also wir sind hier in Deutschland, also hey, da sind da so viele andere große Organisationen, die werden das schon machen. Wir als kleines Werk, was sollen wir da? Aber wir merkten ganz schnell auf einmal, dass die Großen nicht reagiert haben. Und die Ersten, die vor Ort waren, das waren freiwillige Helfer gewesen. Keine THW, kein Rotes Kreuz, sondern die freiwilligen Helfer waren als erstes vor Ort gewesen, haben angefangen zu helfen. Und das andere ist dann auch ganz schnell viele Gemeinden, das war so erstaunlich, viele Gemeinden, vor allem die russlandsdeutsche Gemeinden, weil wir eben viel mehr Kontakt mit ihnen auch haben. Viele riefen an und sagten, hey, wie können wir helfen? Was ist da passiert? Wie können wir helfen? Und wir hatten dann am Freitag, also an dem folgenden Tag, nachdem das passiert worden ist, hatten wir schon 50 Helfer bei uns vor der Tür stehen und die wollten losgeschickt werden. Und wir dachten, okay, wie machen wir das jetzt? Und also Gott hat da so viel so geführt, dass wir es so schnell geschafft haben, auch eine Struktur einzubauen. Und mittlerweile, gestern haben wir das tausendste Team hingeschickt worden, die Wow. Fluthilfe. Ja. Wow. Eduard, aus dem Vorgespräch weiß ich, dass du diese Gegend eigentlich auch schon mal vor vielen Jahren anders erlebt hast. Du hast da mal ein Praktikum gemacht. Kannst du mal so ein paar, sagen wir mal, Vergleiche ziehen, wie es mal früher da war, wie es heute ist? Nicht nur jetzt optisch, sondern auch von den Menschen hier, wie die Menschen damals so orientiert waren und wie sie heute sind. Ich habe mein Bibelschulpraktikum dort gemacht, 2 Monate lang. Und ich bin mit auch noch einem anderen Bibelschülern, sind wir von Haus zu Haus gegangen in dieser Gegend, gerade in der Eifel, in der Gegend. Wollten dann Traktate verteilen und mit ihnen ins Gespräch kommen, mit den Menschen ins Gespräch. Also unser Traktat, ich muss dazu sagen, unser Traktat sah man von außen nicht, dass es wirklich ein christliches Traktat war. Aber die Leute haben schon gerochen, dass wir irgendwie fromme Leute sind. Und wir haben also 8000 Haushalte besucht und ich kann an einer Hand abzählen, wie viele uns überhaupt reingelassen haben oder die Tür aufgemacht haben. Und genau in dieser Gegend ist das jetzt passiert. Und dieser Wechsel und das, was jetzt passiert, das ist so erstaunlich anders. Also ich habe die Leute überhaupt nicht mehr wiedererkannt. So eine Dankbarkeit, die uns entgegenkommt. So viele gute Gespräche, die wir jetzt haben da vor Ort. Also ich meine, klar, es ist traurig, was passiert ist, dass so viel Unglück da geschehen ist und viele Menschen das Leben auch verloren haben, viele Familien alles verloren haben, Haus und alles, ne? Aber andererseits ist irgendwie, freue ich mich auch, weil die Menschen auf einmal gemerkt haben, hey, wir sind in Deutschland doch nicht so sicher, wie viele denken, ne? Und sind offener geworden dann. Kannst du uns vielleicht in dein Beispiel erzählen, wo du mal jetzt aktuell erlebt hast? Es sind so viele. Also letztens rief mich ein Mann an und sagte zu mir, hör mal, was habt ihr da für eine Truppe hier zu mir geschickt? Und ich dachte schon, oh oh, was haben die jetzt da angerichtet? Und er meinte, die haben den ganzen Tag gerackert, wie verrückt. Und ich habe kein einziges böses Wort bei ihnen gehört. Und dann zum Schluss haben die sogar noch alle zusammen gesungen. Und er meinte, was habt ihr für Leute? Wo kommt ihr her? Und ich meine, solche Beispiele und solche ja, Menschen, die das aber merken, wir haben ja alle die blauen T-Shirts an, also wenn wir unterwegs sind, und sie nennen uns schon die blauen Engel. So sind wir bekannt jetzt schon, mittlerweile in Ahrweiler, ne? Weil einfach dieses Beispiel, also die Menschen merken einfach, wir sind anders. Und da ist ganz viel Interesse auch da.
Normalerweise bieten wir Ihnen ein Gebet auch an am Ende des Tages und Sie nehmen das sehr dankbar an. Das ist auch erstaunlich. Und letztens hörte ich von einer jungen Frau, die sagte, nachdem sie mit Ihnen gebetet hat, sagte das Ehepaar, das Betroffene, sagte, so ein Gebet haben wir noch nie gehört. So kann man mit Gott reden? Und so viele solche Beispiele. Ja. Jetzt sind ja 2 Monate ungefähr vergangen. Jetzt war es ja am Anfang extrem alles zerstört und so weiter. Wie ist der Stand heute? Wie sieht es da im Moment aus? Was ist mittlerweile geräumt? Was muss noch geräumt werden? Oder was muss gemacht werden? Es fing ja mit Pumpen an, das heißt Kellerleerpumpen. Und dann der zweite Schritt war ja dann, den ganzen Bauschutt oder den ganzen Müll wegzubringen. Das haben auch viele Helfer auch gemacht in dieser Zeit. Jetzt in letzter Zeit sind wir ganz stark dran, Wände einzureißen, teilweise auch, weil eben dieses kontaminierte Wasser mit Öl und mit Fäkalien sich so in die Gebäude reingefressen hat, in die Wände reingefressen hat, dass viele Gebäude abgerissen werden müssen. Hilfe wird immer noch gebraucht. Also viele denken, okay, jetzt müssen ja eigentlich die Profis dran, aber natürlich, langsam müssen wir auch Leute bekommen, die jetzt etwas mehr können, aber Helfer brauchen wir immer noch. Ne? Also jeder, der gerne mal das erleben möchte und auch helfen möchte, kann da immer noch kommen. Also wir schicken immer noch jeden Tag Helfer dahin, Gruppen dahin. Mittlerweile sind es immer weniger, leider, aber gebraucht werden immer noch viele. Also das heißt, es baut ab an Interesse oder die Leute meinen einfach, es ist wahrscheinlich nichts für mich da, aber du möchtest auch einfach sagen, dass jeder Helfer wird auch heute noch gebraucht. Ob du was jetzt vom Bau verstehst oder nicht, also jeder Helfer wird gebraucht. Es gibt ganz viele Arbeit dort, die jeder machen kann, der gesund ist und Kraft hat. Aber auch solche, die jetzt schon vielleicht nicht die Kraft haben und nicht so die Gesundheit haben. Es gibt auch da Aufgaben, die sie machen können. Also zum Beispiel habe ich letztens ja erzählt, auch nochmal, dafür möchte ich auch noch werben. Also diejenigen, die ein bisschen was vom Bau verstehen, aber vielleicht zu alt sind oder sich eben nicht so fühlen, körperlich damit zu helfen. Wir brauchen ganz viele, die zum Beispiel durch die Straßen gehen und mit den Menschen ins Gespräch kommen, um rauszufinden, welche Hilfe brauchen sie noch. Das sind unsere Scouts. Die gehen dann jeden Tag raus, zusammen mit einem Seelsorger. Und der eine, der ein bisschen was vom Bau versteht, der guckt sich dann das Gebäude an. Und unsere Seelsorger kommen dann ins Gespräch mit den Menschen, wenn sie das natürlich möchten. Ne? Das ist ja nicht bei jedem so. Mit welchem Team oder mit wie vielen Leuten seid ihr jetzt vom Missionswerk jetzt so täglich da eingebunden in diese Arbeit? Also es fing an mit, wir waren 150 Freiwillige jeden Tag, da am Wochenende 500 bis 600 Freiwillige. Mittlerweile sind wir jetzt jeden Tag bei 40 Freiwilligen und am Wochenende, jetzt gestern waren es 160. Also es ist schon sehr stark zurückgegangen, aber wir brauchen immer noch viele Helfer. Also das heißt, auch hier auch an die Leute, die jetzt auch vielleicht zugeschaltet haben, auch da einfach mal nochmal so ein Aufruf. Es kann sich in jeder melden, der praktisch normal anpacken kann, aber auch derjenige, der jetzt auch professionell vielleicht ein bisschen vorgehen kann oder beziehungsweise auch vielleicht gar nicht praktisch arbeiten kann, aber halt eben ein Herz hat dafür, dass man auch da Richtig. Mit Leuten ins Gespräch kommt. Wir finden für jeden eine Aufgabe. Es gibt genug Aufgaben da, ja. Für jeden, der was vom Bau versteht oder auch nicht versteht, körperlich arbeiten kann, aber auch vielleicht nicht körperlich arbeiten kann. Es gibt so viele Aufgaben da, jeden Tag immer noch. Und ich denke, das wird noch dauern. Wenn natürlich nicht auf einmal die Freiwilligen wegbleiben, dann kann man natürlich nicht viel helfen. Aber wir haben uns das Ziel gesetzt, das Missionswerk, dass wir auf jeden Fall bis Ende des Jahres helfen wollen. Und gerade diese Vorweihnachtszeit, ne, diese Adventszeit, also da, das ist eine super Gelegenheit, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und das müssen wir als Christen nutzen. Eduard, vielen Dank, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast in diese Arbeit. Und wir möchten euch natürlich segnen, dass die Arbeit auch weiterläuft, dass Gott euch segnet, dass auch wirklich auch Leute sich melden und dass auch das Gespräch oder hier dieses Interview auch dazu führt, dass Menschen nochmal sagen, okay, ich komme mit dazu. Herzlichen Dank dir, dass du so offen warst und uns hier. Danke euch. Ja, alles Gute.